Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum letzten Part von The Sims 4 Strangerville. Zumindest hoffe ich, dass es der letzte Part ist, denn ich möchte das heute durchziehen und das Ganze abschließen. Wir sind hier bei Rose, die gerade noch ein bisschen am PC hockt und im Internet surft. Und ja, ich habe unter dem letzten Part einen Kommentar gesehen, wo gesagt wurde, dass es wohl sehr viel einfacher ist, mehr Impfstoff zu gewinnen. Dementsprechend versuchen wir das heute mal und ja, wenn wir das Ganze beenden sollten, also die Mutterpflanze besiegen, habe ich auch noch eine Idee, was man danach machen könnte. Und ja, irgendwie kann ich die ganzen Pflanzen hier nicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir das am letzten Mal gemacht haben und das irgendwie jetzt einfach nicht so richtig gezählt wurde oder so. Keine Ahnung. Wie geht's, Rose? Ich habe diese Nachricht immer und immer wieder getippt, weil ich weiß, dass sich dadurch einiges ändern wird. Aber ich glaube, ich mag dich, Rose. I'm sorry, Girl, aber ich bin in einer Beziehung und Gunnar ist halt einfach der Richtige, bin ich der Meinung, ne? Also, ja. Sorry, aber ich empfinde das nicht so. Oh, Mausi. Sie ist krank. Vielleicht sollten wir ein bisschen Medizin nehmen, weil sonst ist das ein bisschen schlecht. Das ist der erste Part, den ich aufnehme. Seitdem es jetzt das neue Dings gibt. Wie heißt denn das? Seitdem es jetzt, dass man verängstigt sein kann. Und ja, das ist halt schon sehr interessant, finde ich. Mal gucken, ob wir das heute noch sehen werden. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber ja, mal schauen. Ich will das Ganze jetzt auch nicht durchrushen oder so. Ich gehe das trotzdem gemächlich an, aber ich gehe davon aus, dass wir das heute beenden werden. So, ich habe mir gedacht, wir werden zweimal Impfstoff herstellen. Ich denke, das sollte reichen. Ich weiß es nicht, aber ja. Sie wird jetzt noch eine Kleinigkeit snacken. Und dann gehen wir los und stellen nochmal einen Impfstoff her. Und dann laden wir unsere Freunde ein und gehen zusammen zur Mutterpflanze. Hey, schön, dass wollen wir uns heute verabreden. Ja, aber nicht einfach so. Sis, ich rufe dich später an. Oh, ich liebe ihn so. Was für ein langweiliges Leben. Excuse me? Langweilig? Sie kämpft gegen Mutterpflanzen und versucht hier irgendein Mysterium aufzudecken und sie so, langweilig. Also, nee, girl. Also, nee. Ich glaube, sie hat da etwas falsch verstanden. Dann scan mal die Umgebung. 2 bizarre Früchte müsste ich jetzt haben. Genau, jetzt muss ich dann nur noch diese Spuren blabla aufsammeln, damit wir jetzt einmal das herstellen können. Und ja, dann sind wir auch schon bereit, tatsächlich. Wie geht es meiner Favoriten, Sis? Du hast recht, ich brauche wirklich etwas. Ich brauche etwas Unterhaltung. Kannst du vorbeikommen? Nein, aber du kannst nachher vorbeikommen. Oh Mann. So, dann stell das mal eben her. Willst du auf ein Date gehen? Sis, no. Ich bin in einer Beziehung. Und ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Level 5 der Logikfähigkeit. Schön. So, dann geht sie erstmal wieder raus und wartet dann dort auf ihre Mitstreiter, die sie dann natürlich einladen wird. Nämlich Haley, Marion und Gunnar. Die Mutter! Verabscheut. Ich wusste gar nicht, dass das hier angezeigt wird. Ich glaube, ich mache ihr Bedürfnis mal ein bisschen hoch, weil I'm sorry, aber hier gibt es, glaube ich, keine Klos. Okay, hi, Sis. Ich habe ihr ein neues Outfit gegeben, weil ich ja meinte, dass sie, also da sie jetzt sehr erwachsen ist, sollte sie natürlich einen neuen Style ein bisschen bekommen. Und sie ist einfach so hübsch geworden, oh mein Gott. So, jetzt muss nur noch Gunnar antanzen. Und dann gehen die erstmal gemeinsam. Ist das hier unten schon offen? Nein. Warte, wo ist denn die Tür? Die nächste. Da. Dann gehen wir erstmal zusammen hier hin und dann kann sie die Schlüsselkarte verwenden. Weil diesmal möchte ich nicht direkt am Anfang erstmal alleine sein, weil die erstmal runterlaufen müssen. Oh je, oh je. So, und dann gehen sie alle gemeinsam zusammen hier hingehen. Und dann wird natürlich diese Tür geöffnet. Und dann sollten wir bereit sein. Sie ist auf jeden Fall selbstsicher. Das ist ziemlich gut. Denn, ja, ich denke schon, dass das was ausmachen würde in einem richtigen Kampf. Und da ist sie. Die Mutterpflanze. Gegen Mutterpflanze kämpfen mit
Marion, Hayley und Gunnar. Auf geht's, ab geht's. Also, Impfstoff gegen Infektion werfen. Das würde ich als allererstes tun. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Okay, das macht auch Damage anscheinend. Gruppenbefehle. Dann machen wir Angriff und machen den Megaspray. Stoß. Oh Mann, oh. Okay, wir sind mega wütend. Okay, wir machen auf jeden Fall ziemlich viel Damage. Das ist richtig gut. Das ist die Gesundheit. Ja, genau. Und das ist unser Infektionsgrad. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen als letztes Mal. Ich habe ja die beiden Dings vertauscht. Das war mein Problem. Ansonsten geht das gerade eigentlich ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Impfstoff liegt, aber es läuft gerade echt hardcore. Also, wir sind schon ziemlich gut dabei, würde ich sagen. So, nochmal Impfstoff gegen Infektion. Und dann sind wir ein bisschen vorsichtig. Wir machen dann zwar weniger Damage, aber wir sind jetzt ja schon ziemlich weit fortgeschritten hier und das ist, glaube ich, nicht so gut. Tötet sie einfach. Tötet sie. Es ist nicht mehr viel. Komm. Ihr vier schafft das. Los. Oh, nur noch so ein Pitzel. Mini bisschen. Komm. Let's go. Okay. Das ist wirklich, das ist ein KP wie ein Pokémon, ey. Oh mein Gott. I felt that. Los! Das schaffen die. Ist sie... Ah! Wir haben es geschafft! Abgeschlossenes Bestreben. Nachdem Rose eine Menge geplant, geforscht und einen möglicherweise unkonventionellen Kampf ausgefochten hat, konnte sie Strangerville aus den Ranken der Mutterpflanze befreien. Strangerville kann jetzt wieder ruhig und unbesorgt schlafen. Verdientes Merkmal Heldin von Strangerville. Herzlichen Glückwunsch, die schreckliche Tyrannerei der Mutterpflanze hat ein Ende. Dein heldenhafter Sieg wird mit einer Probe der Mutter belohnt, die du stolz präsentieren kannst. Heldin von Strangerville. Als Heldin von Strangerville erhältst du Fanpost und kannst die Geschichte erzählen, wie du die Quelle der Infektion besiegt hast. Mega cool. Hallo, kann mir aufhören, Leute zu schreiben, wenn ich hier aufnehme? Entschuldigung. Wie cool sieht das aus? We did it! Woohoo! Mega! Oh mein Gott, können wir meine Babys, ich möchte sie alle drücken. Ich möchte sie alle drücken. Kann ich sie bitte alle drücken? Bitte. Liebevoll umarmen. Ich brauche das gerade richtig. Ihnen könnten wir Heiratsantrag machen, das wäre richtig süß. Aber dafür bin ich trotzdem noch nicht bereit. Weil ich meine... Oh mein Gott, halt auf! Sie ist jetzt ja noch nicht mal bei Hälfte von jungen Erwachsenen. Das muss jetzt noch nicht so unbedingt sein. Oh mein Gott! Was ist mit ihr? Okay, sie ist, glaube ich, einfach nur ohnmächtig. Oh mein Gott, ich möchte sie auch drücken. Das ist wichtig. Hier, Moment. Freundlich. Und dann möchte ich sie auch umarmen. Oh mein Gott! Es war jetzt schon krass, was hier abging, ne? Ich bin so stolz auf meine Babys. Rose hat einen neuen Follower gewonnen. Okay. Okay, Marion konnten wir jetzt nicht mehr drücken, weil sie sich schon vom Acker gemacht hat. Aber ich würde auch ganz schnell hier weg. Nachdem das hier alles war. Ich würde halt gern Gunnar nochmal zu mir nach Hause einladen. Und ich habe noch eine Kleinigkeit vor. Strangerville ist weniger seltsam. Mit einem letzten Schrei bricht die Mutterpflanze zusammen. Zu Hause merkst du, dass überall Normalität eingekehrt ist. Die bizarren Pflanzen werden immer weniger und die Infizierten wachen aus ihrem Albtraum auf. Strangerville hat dir eine Menge zu verdanken. Du hast die Stadt gerettet. Du hast die Mutterpflanze besiegt und die Normalität nach Strangerville zurückgebracht. Du kannst jederzeit zur Mutterpflanze zurückkehren, um sie erneut zum Leben zu erwecken. Nachdem du sie wiederbelebt hast, kannst du durch sie den Infektionsgrad auf die gewünschte Stufe stellen. Auf diese Weise kannst du die Geschichte mit anderen Familien erneut spielen. Was ich nicht möchte, weil das war jetzt Rose Story in meiner Legacy Challenge. Ich lieb's. We did it! Und es ist 0 Uhr. Upsie. Aber wir gehen jetzt zu Gunnar. Und wir laden ihn erstmal ein, über Nacht zu bleiben. Und morgen früh habe ich noch eine Kleinigkeit, die wir dann gemeinsam tun können. Damit die beiden erstmal Spaß haben, können die beiden erstmal ein Techtelmechtel machen. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber das Techtelmechtel ist nicht das, worauf ich hinaus wollte.
Ich wünsche euch viel Spaß, ihr süßen Mäuse. Wieso er nicht schlafen geht, ist mir auch eine Frage. Oh, ich kann dir jetzt ja ein neues Bestreben geben. Ist halt die Frage, was nimmt man? Was könnte Rose denn sonst noch so beschäftigen? Ich will das mal mich darum kümmern. Also, ich meine, sie wird wahrscheinlich nicht in die Gartenfähigkeit gehen. Also, da sehe ich sie einfach nicht. Also, wirklich nur dieses freiberuflich. Aber sie kann ja erstmal sich darum kümmern. I guess. Und dann kann ich mich ja privat dann später darum kümmern, dass sie etwas anderes bekommt. Und auf jeden Fall kann sie sich Belohnungen holen. Ich meine, bei 7700 Punkten kann man sich das schon mal gönnen. Oh, mutig gibt es. Das ist jetzt, glaube ich, neu gekommen durch die neue Stimmung und so. Ich würde halt wahrscheinlich sparen und ihr dann später das hier geben. Weil, naja, nachdem man so eine Mutterpflanze besiegt hat, ist man, glaube ich, schon mutig. Und dann würde das ja auch Sinn ergeben. Deswegen warte ich jetzt einfach diese 300 Punkte noch ab und gebe ihr dann das hier. Sie schläft so und der guckt sie sogar dabei an, ey. Hilfe. Vielleicht auch ein bisschen creepy. Vielleicht auch nicht der Mann fürs Leben. Ich weiß auch nicht. Es handelt sich um eine Art persönlichen Notfall. Ich muss dringend nach Hause. Boy! Ich hab noch was mit dir vor. Naja, dann haben wir halt ein Date und klären das dann. Oh Mann, oh. Tag der neuen Fähigkeit. Oh, oh je. Wir können ja uns dann zum Frühstück kennenlernen. Findest du mich auch attraktiv? Ja, auf jeden Fall. So, dann bitten wir ihn jetzt um eine Verabredung und treffen uns irgendwo, wo man halt frühstücken könnte. Ich muss mal so langsam mehr Restaurants platzieren. Irgendwie habe ich nicht so viele. Wir können ja auch zu Starbucks gehen. Das ist eigentlich auch cool. Da kann man auch ganz gut frühstücken, I guess. Dann lade ich Gunnar ein. Beide Leisten sind jetzt auf 100%, ey. Also wenn das nicht zu heißen hat, ne? Objekte entfernt? Ich habe noch nicht mal Custom Conti benutzt und das ist aus der Galerie. Hä? Oh, dann sehen wir auch mal seine Winterkleidung. Cool. Dann würde ich erstmal zusammen, dass wir was bestellen. Wenn hier jemand ist, ich weiß nicht. Essen bestellen, zum hier essen. Kann man nicht für die Gruppe bestellen? Zum hier essen auf jeden Fall. Und dann nehmen wir ein Schokobrötchen. So, und dann unterhalten sich die süßen Mäuse natürlich ein bisschen. Weil das macht man halt so. Und dann setzen sie sich am besten zusammen dahin. Und dann... What is with her? Wir setzen uns vielleicht woanders zusammen hin. Denn das geht ja sonst keinem was an. Denn ich möchte ihn jetzt etwas fragen. Und zwar, ob er sich dem Haushalt anschließen will. Ich denke, nachdem man zusammen so etwas erlebt hat, kann man auf jeden Fall zusammenziehen. Und ich denke, das ist jetzt auch einfach der passende Moment für die beiden. Oh, ich liebe die beiden auch so, ne? Er freut sich natürlich sehr. Ja, der Haushalt ist ziemlich riesig, to be honest. Ich weiß nicht, wer wie dazugehört. Aber das werde ich halt dann privat irgendwie zusammenkriegen. Und ich würde sagen, er kriegt ungefähr 1000 Simoleons von seiner Familie geschenkt für den Einzug. Und ja. Die beiden sind jetzt zusammen. Ein Haushalt! Wuhu! Er ist übel müde. Oh, er hat ganz schön viele Fähigkeiten. Alle auf Level 1, außer Shame auf Level 3. Ich habe mir das so genau ja noch nicht ansehen können. Er hat zwei Zukunftswürfel und einen Tonklumpen. Alles klar, er hat aber keinen Job. Oh mein Gott, als ob der jetzt gerade mit dem flirte. Was ist dieser Typ? Jaden Ahmedala. Können wir den mal kurz... Der hat uns geflirtet. Schlaflied der Sirene? Moment! Ist der eine Meerjungfrau? Moment. Das muss man doch hier irgendwo angucken können, oder? Ich, gehe einfach mal in den Creative Sim und guck mir das da an. Das wusste ich wirklich noch nicht. Was? Also, wenn das wirklich jetzt so ist. Er ist wirklich ein Meermann. Oh mein Gott! Ich wusste das nicht! Das ist tatsächlich,
sehr neu für mich. Interesting things auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich habe noch nie mit mehr Männern gespielt, tatsächlich. Wie cool, dass wir das jetzt noch hier zusammen erfahren. Irgendwie interessant auf jeden Fall. Och, ich liebe euch so, ihr Mäuse. Oh. Ich bin gerade so happy einfach, dass das hier so... Das ist jetzt einfach... Also, dass sie jetzt zusammen wohnen und... Ja, dass er einfach eine Meerjungfrau ist. Also, ein Meermann, aber... Ah. Wie cool einfach. Ich würde aber sagen, das ist dann jetzt auch das Ende des Projekts. Und ja, ihr müsst nicht lange warten. Es ist ein neues Projekt in Aussicht. Das Ankündigungsvideo dazu kommt nächste Woche, denke ich mal. Mal schauen, wie ich es dann schaffe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder oder bei irgendwelchen anderen Videos. Bis dahin und tschüss!